ist die Sony PlayStation Classic wirklich eine Enttäuschung? Das ist die Frage. Mein Kaufgrund ganz klar, in Erinnerung schwelgen, das erste Mal PlayStation gespielt, war der absolute Hammer. Und trotz der schlechten Kritik habe ich mir das Ding zugelegt und ich würde sagen, wir gucken uns das heute einmal genauer an. Wie gesagt, im Netz jede Menge negative Kritiken. Ob das wirklich so stimmt, das wollen wir natürlich heute einmal klarstellen und uns das Ding genauer angucken. Preis-Leistung 99 Euro finde ich völlig in Ordnung. Ist man auf jeden Fall bereit auszugeben. Da sind bereits 20 Spiele vorinstalliert und ich denke mal, das Ganze ist auf jeden Fall etwas für Sammler. Die Optik ist natürlich top. Wir müssen natürlich sehen, dass hier einige Fake-Knöpfe mit dabei sind. Aufgrund der Größe ist das natürlich so. Das wissen wir und müssen das Ganze in Kauf nehmen. Die PlayStation Classic hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Im Karton drinne unsere geschrumpfte Konsole mit bereits vorinstallierten Spielen. Optisch sieht es genauso aus wie die erste PlayStation, nur halt eben etwas geschrumpft. An der Oberseite sehen wir auf jeden Fall den Reset-Button, wir haben den Power-Button. Der Open-Button scheint mir auf jeden Fall ohne Funktion zu sein, das testen wir auf jeden Fall später im Spiel noch einmal. Hier vorne befinden sich lediglich zwei USB-Anschlüsse und übrigens die Kabellänge des mitgelieferten Controller ist auch länger als bei der ersten Nintendo Classic. 1,80 Meter Länge sind auf jeden Fall ausreichend, um damit zu spielen. Auf der Rückseite sehen wir einen HDMI-Ausgang. Das Kabel liegt natürlich auch mit dabei und ein USB-Kabel ist mit dabei. Das wird hier eingesteckt. Allerdings, kleine Vorwarnung, ihr müsst etwas haben, einen USB-Adapter bzw. eine Stromversorgung mit ordentlich Power. Der normale Mac oder PC USB-Antrieb, der reicht dafür auf jeden Fall nicht aus. In meinen Augen ein kleiner Minuspunkt. Klar, es ist die PlayStation Classic und da gehört natürlich auch ein Controller dazu und das ist der erste Controller, der rauskam. Optisch sehen die Controller auf jeden Fall genauso aus wie auch von der ersten PlayStation. Allerdings hätte ich mir hier, gerade weil im Spiel bzw. auf der Classic Spiele drauf sind wie Metal Gear Solid, wo man diese Nunchucks, wie nennt man diese Joysticks hier braucht, denn das macht keinen Spaß, hier über solch ein Pad das Ganze zu steuern. Wir haben auch keine Vibration mit drinne. Fairerweise muss man dazu sagen, es sieht natürlich aus wie die erste PlayStation, nur eben, dass unsere Station etwas geschrumpft ist. So, wir sind jetzt hier schon im Hauptmenü, wir haben das Ganze einmal kurz angemacht und wir gehen mal kurz durch, was es hier so für lustige Spiele gibt. Oddworld, Wayman, Resident Evil, was ist das? Persona, kenne ich nicht. R4, Riding Racer. Dann Puzzle Fighter 2, das sind natürlich Scheißspiele. Was ist das hier? Symphon Fighter. Tekken 3, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Also Tekken 3 ist eines der wichtigsten Spiele in meinen Augen. Und Tekken 3 ist schon der Hammer. Was haben wir noch? Rainbow Six. Rainbow Six. Das lässt sich allerdings, glaube ich, nur gut mit diesen Knubbeldingern spielen. Twisted Metal kenne ich nicht. Wild Arms kenne ich nicht. Battle Arena, Toshiden, Cool Borders 2, das kenne ich auf jeden Fall, Destruction Derby, dann haben wir Final Fantasy, Grand Theft Auto, ein super Klassiker auf jeden Fall und dann irgendwelche Spiele, die mir überhaupt nichts sagen. Also ich finde auf jeden Fall, man hätte hier mehr diese Spiele raufpacken können, die jetzt auch so ein bisschen PlayStation groß gemacht haben. Aber egal, gucken wir einfach mal rein, was spielen wir als erstes. Tekken, das ist das Spiel, wo man alle Knöpfe wild durch die Gegend drückt und das wollen wir auf jeden Fall mal spielen und gucken, ob das überhaupt was taugt. Hammer, Hammer. Dann bin ich mal gespannt. So, also Ladezeit ist sehr lang, aber soll ja auch dem Originalen relativ nahe kommen. Once again. So, Arcade Mode, yeah. Wow. Dann nehmen wir doch gleich mal meinen Lieblingsspieler, das ist Eddie. Eddie, der hat mir schon einige glorreiche Siege verschafft. Das sind so diese Grundmoves. Früher hat man immer wild auf den Tasten gedrückt, um irgendwas hinzubekommen. Aber mal sehen, ob ich das noch kann. Dann wollen wir die Alte mal vermöbeln. Ja, das ist so der beste Move. Ja, zack, K.O. Das läuft hier, das läuft hier.
Ich drück mal den Reset-Knopf, mal gucken, was passiert. Ob wir dann wieder ins Hauptmenü reinkommen. Okay, wir sind mit Reset wieder im Hauptmenü drin. Rainbow Six spiele ich jetzt nicht an, interessiert mich nicht so sehr. Was immer geil war, ist Destruction Derby. Und das spielen wir mal kurz an. Also, dass jetzt hier irgendwas ruckelt, haben einige behauptet, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil dieser NSTC oder wie das heißt Standard und der PAL-Standard sich irgendwie miteinander beißt und dass die Spiele langsamer sein sollen. Allerdings konnte ich das jetzt hier nicht feststellen. Das ist alles, ich meine, klar, man ist verwöhnt von Full HD, 4K und keine Ahnung was. Und das ist natürlich hier ein bisschen anders. Das ist noch richtig oldschool. Weil man hätte das grafisch auf jeden Fall ein bisschen anpassen können. Das sieht so aus, als wenn man das 1:1 wieder rüber kopiert hat. So, Destruction Derby. Spannung steigt. So, was machen wir hier? Erstmal eine andere Strecke. Andere Strecke natürlich. Wir brauchen eine Strecke, wo man auch viel crasht. Das sieht gut aus. So, würde ich sagen, dann machen wir erstmal ein Rennen hier. Und das Spielspaß ist aber so wie früher, würde ich sagen. Macht mega Spaß. Zumindest bei Tekken. So, dann machen wir mal. Oi, gleich am Anfang hier. Destruction Derby ist eine der geilsten Spiele. Und ich finde es schade, dass es heutzutage, jedenfalls in meinen Augen, nichts Vergleichbares mehr gibt. Position 4, das muss ich natürlich weiter aufbauen. Immer am Gas bleiben. Oi. Man sieht natürlich hier den Profispieler. Ich will wenigstens einen Crash machen, bevor wir ins nächste Spiel reingucken. Jetzt geht's hier los. Wow. Immer noch Position 4. Das war so einer der geilsten Rennspiele überhaupt. Ah. Egal. Gucken wir mal nochmal weiter, was es da noch alles gibt. Vielleicht können wir nochmal einen hier anspielen. Und Final Fantasy bin ich nie ein Freund von gewesen. Grand Theft Auto war immer cool. Rockstar Games 1997. Grand Theft Auto, das wäre wohl unspielbar. Halt, da müssen wir hin. So, neues Spiel. Ja, Travis Gangster Bang. So, auf jeden Fall, es soll unspielbar sein. Ob das jetzt wirklich so ist, das wollen wir natürlich einmal gucken. Das ist, wie gesagt, Spannung steigt. So, komm, gib Gas. Wir essen zeitig. Mutti, anschnallen. Also ich weiß jetzt nicht. Alter, das ist ungewohnt, ne? Okay. Wollen wir als erstes mal hier das Auto klauen? Alter. Also flüssig ist anders. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit der PlayStation Classic. Es ist für Sammler ist es auf jeden Fall was. Für jemand, der jetzt Grand Theft Auto 1 spielen möchte, für den ist es nichts. Spiele wie Tekken und sowas laufen bei mir relativ flüssig. Man kann es gut spielen, ohne dass man Augenkrebs bekommt. Preis-Leistung finde ich in Ordnung. Nervig ist halt die Stromversorgung. Es geht nicht mit jedem Netzteil. Da muss schon ordentlich Power hinter sitzen. Ganz ehrlich gesagt, von PlayStation hätte ich jetzt mehr erwartet. Das tut auf jeden Fall der PlayStation Classic keinen Abbruch. Das ist ein Sammlerstück, das ist etwas, was man sich hinstellt und nochmal in Erinnerung schwelgt. Man wird mit dieser PlayStation wahrscheinlich nicht jeden Tag spielen. Preis-Leistung finde ich in Ordnung. Sony hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Für Oldschool-Freunde der 90er auf jeden Fall ein Must-Have. Wer sich dafür interessiert, ich habe euch den Link unter dem Video in die Infobox reingepackt. Wie gesagt, eine Konsole, die nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall alte Erinnerungen weckt und das Sammlerherz aufglühen lässt. Habt ihr Bock auf mehr Videocheck? Dann lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer. Thank you.